Was ist Angela Merkels Rolle in der Eurokrise? Frau Merkel spielt in der Krise Europas eine zentrale Rolle. Sie ist die Hauptdarstellerin in dieser Krise. Und da sie die Forderungen der Gesellschaft nach einer menschlicheren Politik verneint, ist sie auch die Schlüsselperson. Das ist möglicherweise auch der Grund, weshalb ihre Popularität in der letzten Zeit dermaßen gestiegen ist. Im Jahr 2010 spitzte sich die finanzielle Situation in Griechenland zu. Damals erwarteten alle zunächst, dass Angela Merkel Griechenland helfen würde. Doch das tat sie damals nicht. Was ist Ihre Meinung zur ersten Phase der Eurokrise? Frau Merkel verfolgt eine Strategie. Bei dieser Strategie geht es nicht um freundschaftliche Gefühle für das griechische Volk oder für die Völker des europäischen Südens. Frau Merkels Strategie besteht darin, kurz vor 12 die Auflösung der Eurozone abzuwenden und gleichzeitig die harte neoliberale Politik der Austerität zu verschärfen. Frau Merkel verfolgt konsequent die Politik eines deutschen Europas und nicht eines europäischen Deutschlands. Eines deutschen Europas, das streng monetaristischen, neoliberalen Regeln folgt. Was meinen Sie mit dem Begriff deutsches Europa? Wir bewegen uns in Richtung eines Europas unter der Herrschaft von Frau Merkel und von Deutschland. Wir bewegen uns in Richtung eines Europas, das zutiefst unsozial ist, in dem die Demokratie gefährdet ist, wo Entscheidungen auf der Grundlage der Marktkriterien und nicht der der Politik getroffen werden. Es geht um ein Europa mit der Hegemonialmacht Deutschland, ein Europa, das so nicht weiterkommen wird. Welchen Schaden fügt Angela Merkel Ihrer Meinung nach Griechenland, der griechischen Wirtschaft und der Gesellschaft zu? Griechenland war das Versuchskaninchen der Krise. In Griechenland wird das Experiment einer harten Politik, einer Schockpolitik durchgeführt. Das Ziel des Experiments ist nicht der Defizit bzw. Schuldenabbau, sondern die Auflösung des sozialen Vertrags, so wie er im Europa der Nachkriegszeit entwickelt wurde, übrigens mit Deutschland als seinem Mittelpunkt. Die Griechen haben bereits jetzt schon 40% ihrer Einkommen verloren. Das Bruttoinlandsprodukt ist um 25% geschrumpft. Und wir haben jetzt eine Arbeitslosigkeit von 25, bei jungen Menschen etwa 50%. Angela Merkels Prinzip ist einfach. Sie will Griechenland helfen und verlangt dafür Reformen. Macht dieses Prinzip Sinn? Ich sehe ein, dass in Griechenland bestimmte Reformen durchgeführt werden müssen. Nicht alle Reformen führen zur Auflösung des Sozialstaates. Es gibt auch Reformen, die notwendig sind, so zum Beispiel die Bekämpfung der Korruption oder eine effizientere Gestaltung staatlicher Strukturen. Aber diese Reformen funktionieren nicht in einem Umfeld des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Und das weiß Frau Merkel sehr gut. Aber in Wirklichkeit verfolgt Frau Merkel weder das Ziel, die strukturellen Schwächen des griechischen Staates noch die Schuldenproblematik in den Griff zu bekommen. Sie will in Griechenland und im europäischen Süden eine Niedriglohnzone schaffen. Χαμηλής
χαμηλά αμοιβόμενης εργασίας στην Ελλάδα και στον Ευρωπαϊκό Νότο. Sie will den Kuchen des staatlichen Reichtums neu verteilen, durch Privatisierungen von Unternehmen, die mehrheitlich in deutscher Hand sind. Und gleichzeitig will sie unser Land zu einer Schuldenkolonie machen. Merkel verfolgt eine Taktik von Zuckerbrot und Peitsche. Auf der einen Seite spricht sie Drohungen und Erpressungen aus und auf der anderen reicht sie die Hand und kommt zur Hilfe, indem sie die griechische Wirtschaft am Leben hält. Das haben wir ja wieder gesehen, als Frau Merkel Griechenland besuchte. Während der ganzen Zeit davor hat sie in Deutschland Erklärungen abgegeben über die Notwendigkeit des Verbleibs Griechenlands in der Eurozone. Doch als sie zu uns kam und neben dem Ministerpräsidenten ihre Statements abgab, sprach sie von einem schlichten »Ich hoffe« und »Ich wünsche mir«, dass Griechenland im Euro bleibe, wenn Griechenland sich als guter und gehorsamer Schüler erweise. Wenige Tage später allerdings sprach Herr Schäuble in einer Rede in Singapur die Wahrheit aus und sagte, dass die Kosten für Deutschland im Falle eines Austritts Griechenlands aus dem Euro exorbitant hoch sein würden. Also meine ich, dass Frau Merkel tatsächlich eine Strategie hat. Frau Merkel und Deutschland haben als Einzige eine Strategie für Europa. Ich meine, dass sie gar nicht proeuropäisch ist, diese Strategie. Gar nicht zum Wohl der Europäer. Aber eine Strategie haben sie. Das Unangenehme ist, dass keine schlüssige Gegenstrategie existiert für das Europa des sozialen Vertrags, das Europa der Völker, für ein Europa, das schließlich auch überlebensfähig ist. Die Europastrategie von Frau Merkel kann unseres Erachtens keine nachhaltige Strategie sein. Angela Merkel hat erklärt, dass sie möchte, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Vertrauen Sie ihr? Glauben Sie, dass sie alles in Bewegung setzt, um Griechenland in der Eurozone zu halten? Das glaube ich ihr aufs Wort. Vielleicht ist es das Einzige, bei dem ich ihr wirklich vertraue und von dem ich glaube, dass sie es ganz ehrlich meint. Aus dem einfachen Grund, weil das Risiko des Austritts eines Landes aus der Eurozone, hier konkret Griechenland, unkalkulierbar ist. Es geht um das Risiko, dass sich die europäische Idee auflöst. Hier geht es nicht nur um wirtschaftliche, sondern auch um geopolitische Dimensionen. Europa und der Euro könnten nicht einen Verlust verkraften, der nicht nur ein wirtschaftlicher Verlust wäre, sondern der auch ein kulturelles und sogar ein psychologisches Moment hätte. Der Euro wäre nicht mehr dieselbe Währung, wenn er wie eine gerupfte Margaritenblume aussähe. Künftige Investoren müssten nicht nur die Zinsen kalkulieren, sondern außerdem die Möglichkeit berechnen, dass ein Land aus der Eurozone austritt. Folglich, trotz der bedeutenden Meinungsunterschiede, die ich mit Frau Merkel habe, ich erkenne an, dass sie in diesem Punkt absolut ehrlich ist.